Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 6. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und wir kriegen jetzt mal wieder einen weiteren Rekrutieren. Sehr schön. Wir kriegen mal wieder einen großen Händler. Den können wir einmal zur Mission schicken. Und so, der bringt jetzt nur 7 plus 10. Ja. Soll er machen. So, der hier kann. Okay, der Spion ist da noch im Einsatz. Montreal, Händler. Hamilton, Händler. Wir stellen jetzt erstmal einmal so ein bisschen um auf Händler. So, Luftangriff. Achso, der Bomber ist jetzt. Wir können ihm jetzt eine neue Basis zuweisen. Okay. Ich weiß auch gar nicht, woher. Achso, wir haben jetzt noch den Bomber produziert. Wir haben aber hier jetzt minus 4 pro Einheit. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal. Das heißt, wir können jetzt erstmal zurückziehen. Mit unserer Seeflotte. Das heißt, das ist auch zumindest schon mal ein Vorteil. Hier erstmal mal ganz kurz ganz einmal verschanzen. Die Drohne ist erstmal okay. Luftangriff. So, Luftangriff. Zack. So, der Kampfflieger bringt mir gar nichts. Aber der Bomber bringt mir was. Der Bomber bringt mir tatsächlich was. So, Kampfflieger. Einmal das und einmal der Mountie. Ich weiß, was ich mit dem machen soll. Und dann erstmal noch keinen richtigen Effekt. Handwerker, den schieben wir einmal hier hin. Ja, der Mountie, der kann erstmal hier sich nochmal befestigen. Theoretisch. Also Einheit benötigt Befehle. Okay, gut, dann können wir hier erstmal nochmal mit unseren Flugzeugträgern hier nochmal weitergehen. Und dem Zerstörer schieben wir einmal wieder zurück. Da haben wir, hier, da haben wir auf jeden Fall auch noch unseren Kampfboot. So, beziehungsweise unser U-Boot von den Engländern. Oh. Nee. Nein! Ich will keinen Frieden. Da will ich noch keinen Frieden. Also es wird oder wahrscheinlich auch keinen nie Frieden geben, schätze ich fast. Atomzeitalter endet in 8 Runden. Ich werde wieder ans Licht der Sonne kommen, um euren Nachkommen ein Heim. So, 25 pro Tourismus in unserem Reich. Und jetzt können wir hier nochmal als. Sind wir da jetzt bei der. Sind wir da jetzt wirklich ganz, ganz am Ende? Jeder. Süleyman, Peter. Also wir sind. Rikles. Ist der schon so weit? Ist Griechenland schon so weit? Aber wenn, dann wäre das ja buggy irgendwie. Der wäre ja schon angeblich hier. Das wäre ja irgendwie ein bisschen buggy, muss man sagen. So, das ist die. Achso, das ist die Kultur, ist das. Achso. Okay. Das kann natürlich sein, dass der jetzt hier natürlich. Ah, okay. Das kann natürlich sein. Okay. Ganz, ganz cool. So, Montreal. Was haben wir in Montreal? Was können wir da Schönes bauen? Wir können da. Bombe geht leider nicht. Wir können da auf jeden Fall erstmal. Oh, nochmal einen Kampfpanzer. Einen weiteren auf jeden Fall. Einsetzen. Das sieht nämlich gut aus mit dem Kampfpanzer. Ansonsten können wir hier erstmal noch einen weiteren Händler nochmal bauen. Und Kanal. Ja, gut. Weg. So, dann haben wir hier Handwerker nicht. Händler wäre ganz cool. Oh, der hat keine Energie. Oh. Da müssen wir einmal beigehen und einmal ein Objekt mit. Weil jetzt nicht irgendwo die hier Stadtproduktion ändern. Da bräuchten wir einmal. Achso, Industriegebiet haben wir. Oh, da kann ich nicht. Strom, okay. Strom. Naja, gut, dann lassen wir das da. Also, den Mountie befestigen wir erstmal. Der hier. Achso, der hier hat erstmal.
Wir können hier nochmal beigehen und hier einmal die Kavallerie einmal weggehauen. Wird auch nicht lange dauern. So, jetzt haben wir auch noch einen Artilleriekorps. Das sieht auch noch gut aus. So, der Handwerker, der... kann hier eigentlich irgendwie gar nichts bauen, der Handwerker, ne? Bringt dem nämlich alles irgendwie nichts. Aber wir können auf jeden Fall weitere Angriffe hier starten. Und auch noch hier nochmal einen Luftangriff starten. Und damit können wir auf jeden Fall die Stadt Breslau auch noch einnehmen. Sehr schön. So, die nächste City wäre eigentlich Nazca. Nazca wäre natürlich auch nochmal so eine City, die wir natürlich nochmal gut gebrauchen könnten, so vom Ding her. Stadt behalten, ja, ich möchte die Stadt ganz gerne auf jeden Fall behalten. Das wäre ganz schön. So, das heißt, da können wir auf jeden Fall nochmal was reparieren. Und Kampfflieger. Das ist natürlich die Frage halt, ne, ob wir da jetzt natürlich schon wieder nach oben lang gehen. Oder unten lang gehen. Problem ist, dass wir hier wirklich auch nur noch eine Aluminiumquelle haben mit... Ja, vielleicht bringt uns das ein oder zwei oder... Puh. Ja, das ist natürlich die Frage halt, ne? Also... Problem ist, wir haben ja jetzt momentan genügend Bomber und Kampfflieger und überhaupt und hast nicht gesehen. Vom Ding her. Der kann hier gar nichts machen. Achso, natürlich schlecht. Achso, das heißt, wir müssten eigentlich schon ans Meer halt irgendwie... So, gut, Montreal wäre dann natürlich vielleicht nochmal etwas besser angebunden. So, unsere Drohne, die können wir einmal... Ja, dann müssen wir das alles irgendwie einmal verschieben nach Teyao. Teyao. Geht ja alles nix. Okay, ab in die nächste Runde. Und das wäre dann wahrscheinlich dann die nächste Stadt, die wir uns dann irgendwie holen wollen. Warntechnologie. Sieht da aber bisher noch ganz, ganz schlecht aus für das dunkle Zeitalter. Nächste Zeitalter erreicht ja ein dunkles. Also wir bräuchten halt so viele Punkte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das da noch irgendwie schaffen wollen. So, Raumhafen, Erdsatellitenstart, Steinbruchmodernisierung. Machen wir erstmal das. Große Persönlichkeit, rekrutieren. Und wir bauen mal ein Kohlekraftwerk dahin. Hamilton könnte mal eine... Machen wir eine Bibliothek. Dem sowieso Campus, den wir da haben. So, und jetzt können wir mal unsere... Ah, okay, besetzt, loyal. Könnte sein, dass wir die vielleicht noch benötigen. Ja, aber zumindest eine Einheit hier drin haben. Muss auch nicht unbedingt die Kavallerie sein, kann auch der... Kann ja auch an sich erstmal der Mountie hier sein. So, und dann schieben wir so nach und nach unsere Einheiten hier mal wieder ein bisschen Richtung Kriegsgebiet. Das lassen wir erstmal noch. Und den Panzer lassen wir auch erstmal noch. Artilleriekorps lassen wir auch. Und wir schieben einmal dahin und... Haben jetzt unsere drei Bomber haben wir ja jetzt. Und Luftangriff, zack.
Na, da ist natürlich einiges irgendwie gerade zu tun. Könnte natürlich einmal vielleicht die neue Basis zuweisen. Dann können wir damit auch noch zumindest angreifen. Aber ihr seht schon, es dauert jetzt auf jeden Fall auch mit dem Bomber auch schon wieder ein bisschen länger. Bei 102 Verteidigung. Das ist nicht so einfach. Das dauert auf jeden Fall länger. So, dann haben wir hier nochmal einen großen Schriftsteller, wo wir momentan wahrscheinlich mit dem gar nichts anfangen können. Schätze ich fast. Haben wir gar nichts frei, großartig? Nö. Das sieht irgendwie ganz schlecht aus. Das sieht irgendwie ganz, ganz schlecht aus. Sind wir hier oben oder irgendwo anders? Ah doch, hier oben können wir auf jeden Fall nochmal was hinbauen. Das sieht doch schon mal besser aus. Und so, dann gehen wir noch einmal nach Manchester. Dann haben wir hier Nottingham. So, Stadtfernkampf und da kann man auch die Artillerie einmal wegballern. So. Oh, wir haben gar keine. Oh Gott, wir haben keine Ressourcen. Wir haben keine Kohle mehr. Oh Gott. Deswegen hat die eine Stadt. Ah, okay, scheiße. Wir bräuchten nochmal ein bisschen mehr Kohle. Das ist unser Problem. Haben wir hier unten nicht noch irgendwie was? Salpeter haben wir, hier unten haben wir Kohle. Ja, Öl können wir auf jeden Fall einmal fördern. Das macht auch Sinn. Erzählt ja nichts, ne? Flugzeugträger. Ja, mit zwei sind wir noch im Krieg. Einmal mit Griechenland und einmal mit den Azteken auf jeden Fall. So, wenig Aluminium, das ist mir schon klar. Der Ressourcenmangel hier. Einmal gucken, ob wir da einmal hier irgendwie was machen können. Doppeldecker und den können wir einmal pausieren. Das bringt mir nichts. Okay, Luftangriff. Luftangriff. Ja, wir brauchen da auf jeden Fall noch irgendwie so ein bisschen. So, Drohne ist auf jeden Fall ready. Wir können ja auch mal unseren großen Admiral einmal hier hinziehen, dann dürfte der das vielleicht auch ohne den Rohstoff heilen machen, das wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Wir können einmal gucken, dass wir einmal hier einen Handwerker bauen. Wir nochmal irgendwie allgemein gucken, dass wir nochmal vielleicht das ein oder andere hier gebaut bekommen oder sowas. Handwerker brauchen wir dann nicht. Wir könnten jetzt einmal ja, die Infrastruktur erstmal wieder herstellen in der Stadt. So.
Sondersitzung des Weltkongress. Stadtstaatnotfall, ja. Hat Breslau erobert. Zack. Weiter. Einreichen. So, ich habe 10 Stimmen. Mal gucken. Passiert da irgendwas? Abgelehnt. Oh, das war knapp. Jeder mit einer zusätzlichen Stimme zu 9. Okay, dann ist das ja okay. Weil sonst hätte ich, glaube ich, wieder eine Kriegserklärung reinbekommen. Das will ich ja auch nicht unbedingt. Gerade wenn es mir wieder wirtschaftlich so besser geht. Das muss ja nicht sein. Aber ich würde sagen, wir gucken uns mal an, ob wir dann in der nächsten Folge einmal noch die Stadt Teyao erobern können. Damit sieht es bisher, glaube ich, ganz gut aus. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Mal tschüss.